Das ist einerseits ein großer Zufall gewesen, andererseits ist es überhaupt gar kein Zufall. Ich war engagiert bei einer mittelgroßen Bank in der Nähe von Frankfurt. Dort wiederum ist ein verantwortlicher Mitarbeiter geboren in Eisenhüttenstadt. 14 Tage vorher, wo wir einen Workshop zu organisieren hatten dort, war ich in Brasilia, auch eine Planstadt. Ja. Und wir haben dann diskutiert, weil es musste im Management-Workshop vorbereitet werden und das macht man dann in irgendwelchen Klöstern, in irgendwelchen besonderen Orten. Das ist ja so eine ganz typische Art und Weise, wie so in höheren Etagen bestimmte strategische Entscheidungen gedacht oder dann auch implementiert werden. Und wie wir da so saßen, haben wir uns daran erinnert, dass wir jetzt in irgendein altes Kloster gehen könnten und zurückkommt aus Brasilien, habe ich dann gesagt, sag mal, du kommst doch aus Eisenhüttenstadt. Ja, komm aus Hütte. Sag ich, lass uns da einfach in Eisenhüttenstadt irgendwo einen wirklich historischen Ort suchen. Deine ganzen westdeutschen Kollegen haben sowas garantiert noch nie gesehen. Und dort macht man dann dieses strategische Meeting und wenn es dann vorbei ist, bucht man dann nochmal schnell eine Stadtführung und dann ist gut. So, genauso haben wir es gemacht, kamen mit der Stadtführung, und das war ein ehemaliger Lehrer aus dem Gymnasium hier, der hat das wirklich wunderbar gemacht, kam von dort hier lang und das war hier alles zugeklebt mit, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber es machte alles einen sehr, sehr verramschten Eindruck und gleichzeitig ist das ja eine architektonische Ikone. So, und insofern war das so eine kognitive Dissonanz, dieser wunderbare Ort, der wenige Jahre nach dem Krieg in dieser Architektur aus Brasilia kommt, wo also das ja in der internationalen Presse und der Architekturkritik also wirklich hochgehoben wird, dachte ich, das geht irgendwie nicht, das geht nicht. Das ist jetzt genau wieder so ein Moment, wo eigentlich der Osten für sich und die Historie des Ostens überhaupt nicht den Raum bekommt, den es eigentlich bekommen sollte und bin eigentlich ganz traurig nach Hause gefahren. So, und hatte das so im Hinterkopf und habe dann am nächsten Montag meiner Sekretärin gesagt, du pass mal auf Saluja Straße und da gibt es eine Kaufhalle, krieg doch mal raus, wem das gehört, weil so verramscht wie das ist, das kann nicht jemand sein, der dann für ein Gefühl hat. Und 2-3 Tage später rief sie an, ja, ich habe mit dem gesprochen und sag, frag doch mal, wie viel das kostet, das zu mieten oder zu kaufen. Und wieder 2 Tage später, ja, hier ist die Zahl. Habe ich den Herrn angerufen, habe gesagt, schönen Tag, mein Name ist Friedrich, ich komme aus Berlin. Sagen Sie mal, und dann war das auch eigentlich ein ganz faires Gespräch und dann haben wir uns darauf verständigt und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das einfach so. Jetzt die Frage, warum? Weil ich habe mit Eisenhüttenstadt nie was in meinem Leben zu tun gehabt. Es hat was damit zu tun und das kennen ja vielleicht viele von Ihnen, dass ich bin in der DDR groß geworden und das, was ich heute alles über die DDR lese, hat wenig mit dem zu tun, was ich so persönlich erlebt habe. Und auch was so über mich so in den letzten 1,5-2 Jahren geschrieben wurde, hat wenig mit dem zu tun, was so mein direktes persönliches Umfeld mit mir erlebt hat. Und insofern gibt es bei mir so in gewisser Weise so einen Trotz und das ist jetzt, man kann das ja immer so in den Extremen denken, man kann sich da eben also vor die zentrale Aufnahmestelle stellen und irgendwie rotzig sein, aber man kann das ja versuchen auch in einer konstruktiven Art und Weise aufzulösen und insofern habe ich immer mal versucht, die Punkte, die was mit meinem persönlichen Leben zu tun haben, so zu sichern, dass nicht, und jetzt nichts gegen Kassel, ja, aber das ist so ein stehender Begriff bei uns, so ein Kasseler Zahnarzt aus einer Steuerspar-Idee irgendwas im Osten übernimmt, das platt macht und zum Schluss steht ein Lidl, Multifunktionsgebäude da. Könnt ihr jetzt auch sagen Edeka oder was auch immer. Aber dass so diese Kulturorte geschliffen werden, weil es gar kein Verständnis für diese Kulturorte gibt, auch über die historischen oder kulturellen Zusammenhänge, die einfach in der DDR andere waren als in Westdeutschland und dass da eben auch sehr, sehr interessante und zum Teil auch avantgardistische Themen entstanden sind. Und in dem Zusammenhang bin ich dann über einen Freund mit Martin Maleschka in Kontakt gebracht worden, der für uns also auch noch andere Sachen gemacht hatte als Architekt. Der hatte ein wunderbares Buch über genau diese Historien. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Kantine oder das zentrale Verwaltungsgebäude des Strömungsmaschinenwerks in Pirna kennt. Das ist großartig, das ist Avantgarde vom Feinsten. Dort wurde auch brillante Technologie entwickelt, die auch heute noch fliegt in russischen Militärmaschinen. So, und das wird dann einfach geschliffen, das wird so beiseite geschoben. Das ist sicherlich ein Insider, aber man sieht das eben sehr, sehr deutlich, wenn man jetzt also in Brandenburg mal schaut, was da in Potsdam passiert, dieses ehemalige zentrale Rechenzentrum mit dem Mosaik drumherum und daneben wird dann also wieder eine Kirche gebaut. So, und das sind alles so Dinge, die werden nicht diskutiert oder sehr leise diskutiert und insofern war das dann sehr persönlich und wenn Sie so sagen, Investor stimmt es nicht, weil es ist dann eigentlich eher aktiver Denkmalschutz im Sinne einer Spende. Man sichert das jetzt so, wie es ist, damit es eben genau nicht beiseite geräumt wird und gibt es denen, die ein Gefühl dafür haben, zur Nutzung wie Ihnen oder Martin und sagt, macht was draus, aber es sollte jetzt nicht beiseite geräumt werden und was daraus entsteht, ehrlich gesagt, ist mir total egal, Hauptsache es entsteht was Gutes.
Und das war der Motivationspunkt und das ist die ganze Geschichte. Und insofern bin ich auch sehr dankbar, dass Sie dann hier diese Druschba-Ausstellung gemacht haben oder dass wir heute hier sitzen, weil damit erfüllt sich dann in gewisser Weise auch dieser Zweck. Und was da für die Zukunft draus wird, ehrlich gesagt, es hat kein wirtschaftliches Interesse. Es ist eher so dieser Trotz, dass die Dinge, wenn sie denn gut waren, in ihrem Gutsein auch dokumentiert sein sollten. Aber vielleicht als Perspektive, wenn man jetzt auf Städte wie New York schaut, so jetzt gerade post-Corona, und das Gleiche hat man in Tokio oder in Paris oder in London und in gewisser Weise auch in Berlin, verändern sich Lebens- und Arbeitswirklichkeiten. Und der physische Ort spielt immer weniger eine Rolle. Und wenn man jetzt hier mal 500 Meter im Umkreis schaut, dann ist das ja in gewisser Weise architektonisch und städtebaulich avantgardistisch gewesen, weil in gewisser Weise Klassen- und Hierarchieunterschiede nivelliert wurden und für alle möglichst gleiche, gute Lebensbedingungen geschaffen wurden. So, und wenn ich als junge Familie momentan in Berlin sitze, mit Mieten oder mit Preisen in Berlin konfrontiert werde, die ich mir einfach nicht mehr leisten kann, und das hat gar nichts mit Intelligenz oder Fleiß zu tun, sondern weil die Rahmenbedingungen mittlerweile so verkorkst sind durch die Politik, durch das billige Geld, durch den begrenzten Platz, dann sind solche Orte vielleicht der Startpunkt, der überraschende Startpunkt einer Renaissance von Lebensqualität und der Möglichkeit, trotzdem schöpferisch oder kreativ zu arbeiten, weil die Notwendigkeit, vor Ort eine repetitive Arbeit nachzugehen, sich ja immer mehr auflöst, einfach durch technische Möglichkeiten. Und so weit ist jetzt Berlin nicht weg. Also wenn man mit dem Auto unterwegs ist, eine gute Stunde, und mit der Bahn, ja, da muss man nochmal verhandeln, dass es wieder eine direkte Verbindung gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier eine junge Familie, also im Umkreis von 500 Metern, sehr viel besser und schöner leben kann als manche Situationen in Berlin. Und insofern könnte ich mir vorstellen, das über Zeit, wenn es sich rumspricht, wenn also genügend Leute sich das hier mal angeschaut haben, weil es wird ja auch in Berlin so ein bisschen verschwiegen, was hier eigentlich so an kultureller und auch lebensqualitativer Potenz vorhanden ist. Wenn sich das so langsam rumspricht, dass es dann eine Renaissance der Stadt geben könnte. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil man das in anderen Städten schon so sieht. Also New York geht keiner mehr freitags zur Arbeit. Das heißt, wir haben mittlerweile eine durchgesetzte Teilzeitsituation und wenn ich eben konzentriert für mich nachdenken muss, da arbeite ich besser zu Hause. Ja, so, und wenn ich meine Kollegen treffen muss, dann verabrede ich mich mit denen. Und dann nimmt man dann auch mal eine längere Anfahrt in Kauf, wenn dafür alles andere sehr viel besser ist. So, und insofern denke ich, dass Eisenhüttenstadt, aber das ist jetzt eine sehr subjektive, sehr persönliche und nicht verallgemeinerbare Meinung, eine faire Chance hat, in diesem Wettbewerb eher so ganz überraschend großartig zu sein, wenn sich das rumspricht. Ja, so. Bin ich dafür jetzt der Repräsentant der Richtige? Sicherlich nicht, weil aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also wenn ich jetzt 25 Jahre jünger wäre, würde ich also ernsthaft darüber nachdenken, hierher zu gehen. Und ich habe es meinen Kindern gezeigt und die waren alle ganz aufgeregt, dass es sowas gibt, weil sie kannten es einfach nicht. Ja. So, sie kannten Brasilia, aber das kannten sie nicht. Aber jetzt aus einer unternehmerischen Perspektive ist es ja eigentlich immer ganz einfach und insofern würde ich fast ein bisschen widersprechen, der Staat oder die Stadt sollte sich so weit wie möglich raushalten. Sie sollte die Freiräume zur Verfügung stellen und vielleicht sowas wie in der Elektromechanik, so diese Erzeugerspannung, die Erregerspannung im Dynamo-Prinzip gewährleisten, dass irgendwo Freiräume zur Verfügung gestellt werden. Es wird ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt, dass überhaupt etwas entstehen kann, aber dann muss es sich irgendwie und genau lokal tragen. Es kann gar nicht von außen kommen, weil alles, was von außen kommt, wird immer wieder sofort zurück diffundieren. So. Und wenn ich jetzt aus einer unternehmerischen Perspektive drauf schaue, könnte ich mir vorstellen, dass Eisenhüttenstadt gegeben der Veränderungen, die vor uns stehen, und wir müssen ja nur südlich schauen, also wie weit ist der nächste Tagebau entfernt, ja, und wie viel Tagebau gibt es dort und wie viel dreckigen Strom werden wir weiter produzieren, um dann diese modernen Elektroautos dann wiederum, weiß ich was, ist jetzt nordwestlich, die da gebaut werden und 500.000 Stück in einem Jahr. Also dieser Widerspruch, der muss ja irgendwie aufgelöst werden. So, das geht nur durch Intelligenz, durch technischen Fortschritt und eine gewisse Bereitschaft, sich den Themen in einer verändernden Art zu widmen.
So, und da spielt dann wiederum Kunst und Kultur eine extrem wichtige Rolle, weil wenn man etablierte Strukturen fragt, wollt ihr euch verändern? Ja, wollen wir es jetzt mal konkret machen? Dann setzt der also eine kognitive Intelligenzwelle ein, der Verweigerung. Das kann man ja wunderbar in Berlin sehen. Ja, in Berlin sind die klügsten, jüngsten Menschen versammelt, die teuersten Startups in Europa generieren. Hat davon Berlin in irgendeiner Art und Weise partizipiert, jetzt in der Stadtverwaltung, in der Kunstszene? Nein, gar nicht. Das sind komplett getrennte Welten. Die wollen noch gar nichts miteinander zu tun haben, weil das hat gar nicht so sehr mit LGBT zu tun, sondern das ist dann eher so in der Stadt, huch, es könnte ja was verändert werden und das könnte ja direkt meine Art zu leben und zu arbeiten berühren. Und dann, das sind ja schon fast reaktionäre Zustände in Berlin. Ja, so. Und wenn man das dann auch noch öffentlich ausspricht, ich hatte das vorige Woche gerade wieder, und da saßen so Vertreter der Stadtverwaltung da, die haben mich gehasst, nur allein dafür, dass ich das so ausgesprochen habe. So. Und insofern denke ich, dass Kultur an dieser Stelle immer, so also ein bisschen auch wie die Presse, staatsfern oder verwaltungsfern sein sollte. Es sollte Freiräume geben. Und innerhalb dieser Freiräume sollte diese kreative Energie ausgelebt werden. So, und das setzt dann wiederum ein hohes Attraktionspotenzial frei, wo ja gerade junge Menschen ja versuchen, irgendwie Partner zu finden, sich selber irgendwie so zu entwickeln. Und wo soll es denn passieren, wenn nicht genau in solchen Clubs? Ja, so, und dass man sich dann mal daneben benimmt, gehört mit dazu. Aber manchmal hat man auch Glück und findet irgendjemanden, mit dem man dann, so was auch immer. So. Und genau solche Momente sind ja dann die, wo kreative Köpfe plötzlich sesshaft werden. So, und wenn dann das Umfeld noch billig ist, wo man also nicht in etablierten Strukturen aus einer Erbenkultur oder subventioniert von sonst woher mit irgendwelchen indirekten Erwartungen, wenn man dann an dieser Stelle für sich etwas gestalten kann und dann welche findet, denen das ähnlich geht, dann entstehen kritische Massen. Und dann ist man so in diesem Dynamo-Prinzip, plötzlich kann man aus kinetischer Energie elektrische Energie saugen oder aber eben dann so aus kreativer Energie plötzlich wirtschaftlichen Nutzen. So, und in dem Moment ist dann noch die Stadt dran, weil sie dann wiederum Steuern ziehen kann. So, und insofern aus einer Eisenhüttenstädter Perspektive würde ich dafür sorgen, dass so viel wie möglich kultureller Freiraum gestaltet wird, man sich so wenig wie möglich als Verwaltung einbringt, weil man kann es eh nicht, man versteht es eh nicht, was da die jungen Leute machen. Ja, so. Und ich weiß auch gar nicht, ob Plakate kleben heute noch wichtig ist, weil ich glaube, es ist viel wichtiger, eine coole Instagram-Story zu haben. So, und wenn die Jungs aus London kommen, dass die dann vielleicht, oder aus Australien, dann plötzlich in der Oder sitzen und angeln. Ja? Also jetzt jemand aus Australien, der sonst in der Kombo irgendwo plötzlich in der Oder sitzt und angelt, würde viral höchstwahrscheinlich viel, viel wertvoller sein als jede Plakataktion in Berlin. So, und insofern würde ich diese Kreativität immer unterstützen und darauf hoffen, dass dann irgendjemand sich hier verliebt, eine Wohnung nimmt, noch irgendeinen Kumpel nachzieht und plötzlich kriegt das so ein Spin, wo es sich rumspricht, wo es dann viral geht, wo dann also plötzlich Geld hinterherkommt, weil man will, dass die da gerade leben, irgendwas entwickeln, was woanders gebraucht wird auf dieser Welt. Und dann hat das eine Perspektive. Alles andere, glaube ich, ist dann immer sehr artifiziell und damit nicht nachhaltig und damit dann nur eine frohe Hoffnung. So, kann man das steuern, so im Sinne von Planwirtschaft? Nein. Ich glaube, man kann nur die Rahmenbedingungen schaffen und dann ist das so Entropie. Also es findet sich. Ja, so, hoffentlich. In Berlin in Mitte findet man als Familie keine Wohnung mehr. Wenn es in Berlin Mitte mittlerweile und in Friedrichshain, das ist ja genauso, oder in Kreuzberg, eine Partyzone. Hier ist ab 18 Uhr Ruhe, ja? Das heißt, man kann bei offenem Fenster schlafen. Also nur, dass so ins naja, aber so nur allein, wenn man das jetzt mal kontraintuitiv dreht und einfach mal dafür sorgt, im Übrigen hier, so in Berlin ist das nicht bekannt, was hier möglich ist. Ja, so, und es ist auch gar kein Gefühl dafür da, was hier so an Möglichkeiten da ist. Und das ist in gewisser Weise schade. Ja, und selbst die ja so oft wiederholte Tom Hanks-Story ist eigentlich nur in Eisenhüttenstadt bekannt, in Berlin nicht. Das sind alles hinreichen, aber keine notwendigen Bedingungen. Die notwendige Bedingung ist eigentlich, dass kluge und intrinsisch motivierte Menschen dann diese Freiräume nutzen. Also wir können diese Freiräume zur Verfügung stellen. Wenn niemand da ist, der das aufgreift, dann funktioniert das auch nicht. So, und als ich Ihnen so zugehört habe, dachte ich mir so, also irgendwann haben wir irgendwelche Europäer, die Monopolgewinne aus dem Kautschuk im brasilianischen Urwald rausgeholt haben, in Manao eine Oper gebaut. Also Manao, Kautschuk-Monopol ist alles weg. Und trotzdem steht diese Oper da noch und wird bespielt. So. Und in gewisser Weise haben sie dieselbe Situation und Aufgabe. Hier ist irgendwann mal aus ganz anderen Gründen
eigentlich Avantgarde geschaffen worden. Dieses Rational ist weg. Ja, so. Aber diese Infrastruktur dafür ist noch vorhanden. So, und wie lädt man jetzt die klügsten, kreativsten Köpfe dieser Welt ein, darüber nachzudenken, was man mit dieser Infrastruktur machen kann? Und nein, das Zielpublikum ist nicht der Eisenhüttenstädter, sondern das ist nur Beifang. Und die Eisenhüttenstädter, wenn es funktioniert, dürfen sich glücklich schätzen, dass es dann funktioniert. Aber es wird mit ihnen einfach aus ganz verschiedenen nachvollziehbaren Gründen, einfach weil nicht genügend Masse da ist, funktionieren können. So, und jetzt wäre doch die eigentlich interessante Diskussion, wer sind die klügsten und kreativsten Köpfe überhaupt in dieser Welt? Findet man die? Also weiß man, wer das ist? Und wenn sie aus der russischen Provinz kommen? Ne? So. Und wie bekommt man sie hier? Und welche Rahmenbedingungen liefert man, dass sie wiederum den Resonanzraum bekommen, dass sie in ihrer Tätigkeit dann wiederum international recognized werden, also anerkannt werden? Und who the fuck, was ist Eisenhüttenstadt? Aber die Nummer ist wiederum großartig. So, und da fällt mir jetzt mal spontan ein, so ein Thomas Oberender, ja, der den Berliner Festspielen jetzt dieses Wrack, dieses ICE, nicht ICE, das ICC, da mit diesem Future-Ding bespielt hat. Also das Ding war 30 Jahre lang leer oder 20 Jahre lang leer, international hochbeachtet, die ganze Welt ist dahin gekommen. Laden Sie den ein zum Bier, zeigen Sie dem das Ding und fragen Sie ihn. Oder diese Typen von Floating University, dahinter im Tempelhofer Feld, machen was, wo jeder Städtenbaumensch sagt, was ist denn das, was soll denn der Quatsch? Und die räumen einen internationalen Preis nach dem anderen ab. So, waren die jemals hier? Zeigen Sie ihnen, was hier eigentlich möglich ist und fragen Sie nach den Ideen. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es auch gemacht, dann halte ich fein die Klappe. So, und der dritte Punkt ist dann, und deswegen habe ich Ihnen so fasziniert und ein bisschen traurig zugehört, sorgen Sie für den Resonanzraum, dass das wahrgenommen wird. Weil es kann noch so viel passieren, wenn das in Ihrer Echokammer Eisenhüttenstadt und Landkreis Oder Spree und dann noch Fürstenwalde und dann der innere Kulturkampf zwischen den alteingesessenen Fürstenwaldern und den zugezogenen Eisenhüttenstädtern passiert, passiert genau gar nichts. Aber ich glaube, das ist die Grundlage jeden Fortschritts. Also des meisten jedenfalls. Und das muss ich auch. Ich muss jeden Tag darüber nachdenken, in dem Unternehmer, als Unternehmer, welchen Nutzen ich stifte, mit welchem Aufwand und das hintenraum möglichst ein positives Ergebnis. Und zwar für den Klienten oder für den Kunden und für die Mitarbeiter oder die Firmen. Also insofern willkommen im Club. Jetzt setzt aber genau das, weswegen ich vorhin gesagt habe, hinreichende und notwendige Bedingungen ein. Wie viel Intelligenz und Kreativität ist da, um einen 70 Jahre alten Ort mit modernster Kinotechnik zu bespielen, wo was auch immer dann gespielt wird. Und da stehen uns mittlerweile, ich meine, wir dürfen wie viele Länder reisen mit unserem westdeutschen Pass? So, wir können ja überall hin und wir können jeden fragen. Wir können also auch alle, die allermeisten einladen. So, und jetzt ist doch genau an dieser Stelle Ihre Kreativität und Ihre Gestaltungskraft als Manager oder als Verantwortlicher für dieses Thema gefordert. Und da würde ich jetzt gar nicht über den Eisenhüttenstädter nachdenken als Zielgruppe, sondern tatsächlich einmal andersrum die Welt denken. So, und irgendwo wird es da möglich, vielleicht geben. Versprechen kann Ihnen das keiner, dass das funktioniert. So, und insofern, also da stehe ich gerne dann für das zweite Bier zur Verfügung. So, weil ich habe ja wiederum mit der anderen Seite viel und täglich zu tun. Die suchen ja auch jederzeit und immer wieder Orte, wo so große Produkthersteller so off-trend agieren können, weil es gibt so den Mainstream und dann so dieses komplett neben der Spur. Vielleicht geht da was, vielleicht auch nicht.